Diese Bilder gleichen eher einem Kriegsgebiet als der ruhigen Vorstadt von Brisbane, Australien. Wie sehr die Einwohner gelitten haben, das ist es, was uns betroffen gemacht hat. Wir wollen einfach tun, was wir können. Etwa 30 Vorstädte in dieser Region sind betroffen. Viele Häuser wurden teilweise oder völlig überflutet. Also, ich arbeite mit dem Oberbürgermeister Campbell Newman zusammen in seiner Administration, um diese freiwilligen Arbeit zu organisieren. Chaos und Leid sind überwältigend, doch wird gesagt, der australische Geist kann nicht gebrochen werden. Und Australier halten in tragischen Zeiten zusammen. Ich fühlte mich der Ohnmacht nahe oder als müsste ich weinen, aber als wahrer Australier tat ich dies nicht. Mit dem Aufruf nach Freiwilligen kamen Tausende. Die Resonanz in den letzten 48 Stunden war absolut überwältigend. Sie kamen in Stiefeln, bewaffnet mit Besen, Schaufeln und Bürsten, bereit zu tun, was sie können. Was ich richtig tun kann, und du kannst nicht zu Hause bleiben, du musst hier sein. Jeder wollte einfach irgendwie helfen. Wirklich, wirklich stolz, eine Australierin zu sein. Ich war zu Hause, beobachtete die Überschwemmungen und wollte einfach rausgehen und helfen. Und es ist toll, dass wir es heute tun können. Und das zu sehen, ist wirklich erstaunlich. Jung, alt, Männer, Frauen, Kinder. Alle arbeiten zusammen, um völlig Fremden zu helfen. Ich will einspringen und den Leuten helfen, die es brauchen. Die Betroffenen waren von den gutherzigen Freiwilligen tief bewegt. Ja, ja, ist es fantastisch, nicht wahr? Fantastisch. Unglaublich. Es bringt dich zum Weinen, wenn du denkst, jeder ist dort, um zu helfen. Richtig, das sind sie. Und wir kennen sie nicht einmal. Auch wenn die Säuberungsarbeiten beendet sein werden, werden die Erinnerungen an die vielen Freiwilligen bleiben. In Zeiten wie diesen bin ich so stolz, nicht nur Australierin, sondern auch aus Brisbane zu sein. NTD News, Brisbane, Australien.